Ja, hi und willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 16. Musste mal direkt aufstoßen, ne? Am Anfang des Parts, sehr cool. In der letzten Folge haben wir ja ein paar Quests gemacht und heute machen wir ein paar Quests, ne? Wie es abläuft, ne? Hier ist direkt eine neue Quest, nehmen wir direkt an. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ne? Wir haben für Jill ein paar Blumen gepflückt, wir haben in für die Madame, für die breite Schulter Madame haben wir hier die Stadt befreit und Krieg verhindert und all so was. Der Kronprinz von Sanbrek. Und Sanbrek, genau. Ich will mal das hier. Musik mit ändern. Warum nicht? Und ja, wir haben noch immer eine Menge Quests. Wir haben irgendwie 6-7 Quests. Und seit Gav. Deswegen, ja, tun wir ihn auch noch als Partymitglied freischalten. Wir haben Jill und Joshua mittlerweile freigeschaltet als permanente Partymitglieder. Also da ist schon mal gut, ne? Jetzt stelle ich mal vor, ich hätte die schon gehabt und dann mache ich die ganzen Quests, ne? Das wäre auch krass gewesen, ne? So, ja, machen wir mal hin, ne? Ich will mal ja fertig werden. Der große Bruder. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, ja, alle das Spiel hier noch vor Jahresende hier abzuschließen. Vielleicht nicht hochzuladen, aber abzuschließen, ne? Aber ich glaube, daraus wird nichts mehr, wenn er sich hier nur so lange zieht. Es immer Geschenke, wenn Nachwuchs im Anmarsch war. Ah, wir versuchen unser Bestes, ne? In ihrem neuen Zuhause willkommen. Wollte eigentlich auch noch mal Genshin. Wo liegt das Problem? Vor Jahresende Stream, aber jetzt, wo ich jetzt hier jeden Tag sitze und versuche, dieses Projekt zu beenden, wird das schon ein bisschen, wird das nicht möglich sein, glaube ich. Vielleicht gibt es was. Also gut. Woran arbeitest du? Einem Glücksbringer. Aber nicht irgendeinem Glücksbringer. Natürlich nicht. Nein, ich benutze die Feder eines silbernen Chocobos. Hey, ich hab einen. Nichts auf der Welt bringt mehr Glück. Also, das haben wir zu Hause immer gesagt. Ist nicht Ambrosia auch? Die Sache ist, dass sie echt selten sind. Otto und Karon haben ihre Lieferanten gefragt, aber nichts. Dann hab ich einen weißen Chocobo. Ich würde ja selbst eine aufspüren, nur... Der große Tag rückt schnell näher. Eine Feder also. Mehr nicht? Ich gebe dir einfach einen Feder von Ambrosia. An dessen Arsch sie hängt, ja. Ich wollte mich zuerst bei den fahrenden Händlern an den nördlichen Grenzen umhören. Von denen machen ja genug Halt bei Martha. Vielleicht versuche ich... Also muss ich da auch noch hin, ey. Ich muss ja jetzt zu jede... Musst du jeder Stadt hier nochmal einmal hin, ne? Vielen Dank, Clive. Okay, mach mal das. Würde ich, Gav, damit du dich vielleicht oder vielleicht auch nicht uns anschließt, ne? So läuft das doch wahrscheinlich ab, ne? Okay. Mache ich doch gerne. So, und hier kommt wahrscheinlich auch noch eine Quest, ne? Cool. Jetzt kommen wir hier auch noch mit so einer Quest, ne? Ja, mit Lubo hatten wir eine Quest, mit hier. Hoffentlich hat einer mit der Madame. Jetzt kommt Martha. Entschuldige, ich suche etwas. Oh, dann kann ich helfen. Eine silberne Chocobo-Feder. Oh, oder auch nicht. Aber du bist zumindest nicht der Erste hier, der den Vogel erwähnt. Vor kurzem kam ein Mann in die Rast und behauptete, ein silberner Chocobo hätte ihn angegriffen. Nahe einer verfallenen Hütte, unweit von Eastpool. Man hielt ihn für einen Angeber und Lügner, aber... Habe ich jetzt ja auf Anhieb schon die richtige Person getroffen? Ja, doch etwas dran. Vielleicht. Danke. So, ich hab da jetzt schon einen Tipp. Oh, Entschuldigung, Leute. Ich hab da jetzt schon einen Tipp. Ja, ein paar Zimmer frei. Wenn ihr einen Platz zum Schlafen sucht, sprechen wir mal. Hier drin irgendjemand? Brack. Du. Aus dem Weg. Dann gucken wir mal. Ich brauche Geld. Ich habe meine Kopfgeldjagden letztens freigeschaltet, von daher kriege ich, glaube ich, ein bisschen Geld in letzter Zeit. Möchte ich für einen neuen Schleifstein interessieren? Oder eine prächtige Radierung der Kaiserin? Ein was? Vielleicht später. Ich suche ein Radiergummi? Wenn das so ist, wirst du nichts außer Gerüchten finden. Silberne Chocobos hat man seit Jahren nicht mehr gesehen. Die wurden wohl wegen ihrer Federn ausgerottet.
Irgendein nordischer Blödsinn über Glücksbringer. Hat weder ihnen was gebracht, noch ihren Vögeln. Falls es noch welche gibt, werden sie ihr Möglichstes tun, um nicht entdeckt zu werden. Du hast wohl recht. Trotzdem danke. Das ist schon ein Gerücht. Ich hab doch gerade gesagt, Eastpool, ne? Oder? Eastpool war es, glaube ich. Ich habe gerade gesagt. Muss ich doch direkt dahin gehen. Macht dir deine Wunde noch zu schaffen? Ach, ja, nur die Wunde in meinem Herzen. Ich dachte, ich hab's gesehen. Da. Selber nach Chocobo. Möchtest du etwas kaufen? Du hast nicht zufällig silberne Chocobo-Federn, oder? Ich handle mit Früchten, nicht mit Federn. Mit deinen ausgefallenen Wünschen gehst du lieber nach Rhiannons Ritt. Dort finde ich silberne Federn? Oh ja, wenn das Geschwätz eines Verrückten stimmt. Wäre nicht das erste Mal. Ja, was hat mir jetzt gemacht? Silberner Chocobo in den Hügeln bei Rhiannons Ritt. Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Aber wenn ich schon hier bin... Was hat er jetzt auf den letzten? Ja, das ist... Okay. Clive, muss ein bisschen den Raum lesen können. So, hier die Story-Quest ist ja eigentlich auch erledigt, ne? Hier ist noch Wade, ne? Oder Tyler? Was, Wade oder Tyler? Wade, ne? Tyler ist tot, ne? Tyler ist sowas von tot. Lauf wie der Wind. Ich habe noch keine Heiltränke gefarmt. Oh, gut. Machen wir mal den silbernen Chocobo-Platt, gegen den wir wahrscheinlich kämpfen müssen. Spuren. Ausnahmsweise mal nicht von Banditen. Oh, ich frage mich, wo er sein könnte, ey, boah. Das ist vielleicht in diesem abgelegenen Ort hier. Ja. Das Spiel muss ich ein bisschen... Und noch ganz frisch. Ein Chocobo war hier. Gerade erst. Vielleicht ist er es noch. Okay. Ambrosia, mach dich bereit, den Chocobo zu bezirzen. Damit wir ihn an einem Ort halten können. Hören kann ich ihn nicht. Ich meine... Noch mehr Federn? Ey. Ah. Alles gut. Ich will euch nichts tun. Freund oder Feind? Ich brauche nur eine Feder für meinen Freund. Ich hab doch gerade einen. Schnell zu Gav, bevor sie zurückfordern. Okay. Das war relativ easy, ja? Als ich gedacht hätte. Ich bin ziemlich sicher, ich war schon mal hier drin, aber lass mal noch mal gucken. Okay. Okay, das war schon okay. Ja, dann machen wir noch ein paar andere Quests, wenn wir schon mal hier sind, ne? Wo ich jetzt hier wieder zum Versteck zurückkehre, ne? Was haben wir denn noch hier alles? Was ist denn hier noch? Alle guten Dinge sind drei. Was war das denn nochmal für eine Quest? So weit entfernt. Boah. So, wieder ein Shop, wo ich neue Sachen kaufen kann, aber mir wahrscheinlich nichts leisten kann. Weil ich kein Geld habe.
Wir haben wie eine Kirchenmaus. Siehst du das auch? Oh. Stimmt, da gibt's ja auch noch. Ambrosia brauche ich jetzt nicht. Ja, war ja relativ chillig, einfach so eine. Ja, ne, sieht man den Kristall eigentlich irgendwo? Oh. Da ist, als wenn man den Meteoroiden in Final Fantasy 7 sieht, ey. Boah. Wenn man den Meteoroiden an der Weltkarte da oben am Himmel sieht, ey. Die Musik sich so erinnert so. Das ist irgendwie so ein Trend in Final Fantasy Spielen, ne? Dass sich die Weltkarte irgendwann ändert, ne? Da fand ich schon immer gut, ne? Spielst ein bisschen weiter, Final Fantasy 7 irgendwann mit der Meteorit beschworen und dann sieht man die Meteoriten. Das ist eigentlich nur so ein, das war halt für eine PS1 damals, ne? Das ist relativ lahm. Das ist einfach nur so ein kleines Bild an am oberen Rand des Spiels, ne? Am oberen Rand des Bildschirms, aber trotzdem sehr gruselig, so einen Meteoriten im Himmel zu sehen, ne? Wenn man näher kommt. Tales of Vesperia hat auch mit dem Artefagos. Wo man diese riesigen Tentakel auf einmal im Himmel sieht, ey. Ich finde da klasse sowas. Am besten war immer noch Final Fantasy 6. In der Welt des Ruins. Wo die gesamte Weltkarte sich verändert hat. Alles voll düster. Geworden ist, ey. Boah, ich liebe Final Fantasy 6. Was ist denn hier los, Leute? Muss schon wieder irgendwas schlichten hier. Um die kümmere ich mich. Ist er ja nochmal. Ich brauche keine Hilfe. Bitte, Herr Feldmarschall, überlasst es ihm. Das wird schnell gehen. Ganz schnell. Hey. Erledigt ihn. Oh, der versteht, was los ist. Warte, ja. Na, Lust. Oh, ich alles schnell platt. Hab keine Zeit. Wisst ihr, wie viele Quests ich noch übrig habe, ey? Wisst ihr, wie viele Quests ich noch übrig habe? Eine Menge Quests. Also geht mir nicht. Auf meine Nüsse! Ich will noch dieses Jahr fertig werden. Etwas länger als gedacht. Na, irgendwie nicht. Bock live. Wir sind irgendwie nicht so in Sync irgendwie. Wie das daran, weil ich mich dauernd über dich lustig mache und ich irgendwie wie ein Volltrottel, wie ein Höhlenmensch darstellen lasse. Kann nicht sein. Ist einer von euch verletzt? Nein, Milord. Ihr seid genau gekommen, als uns der Geleitschutz in den Rücken fiel. Verdammte Verräter! Ich habe von Soldaten am Rande der Republik gehört, die ihren Eid gebrochen haben. Aber ich wusste nicht, dass die Korruption so nah ans Herz unseres Landes heranreicht. Ach. Eine Schande ist das. Dein aufdringlicher Onkel hat natürlich versucht, mich zu warnen. Ja, das war mein Onkel, die Quest. Oder bevorzugst du Sith der Geächtete? Sucht es euch aus. Ich bleibe derselbe. Viel wichtiger ist meine Bitte. Mein Onkel will die Welt ins Lot bringen. Und dazu braucht er eure Hilfe. Bevor ich irgendwas zustimme, möchte ich dir eine Frage stellen. Was versprichst du dir von all dem? Ich bin zweifellos mitverantwortlich für dieses Chaos. Doch ich möchte einen Neuanfang für uns alle. Auch wenn meine Entscheidungen nicht immer die richtigen gewesen sind, habe ich sie aus den richtigen Gründen getroffen. So lange wurde uns vorgeschrieben, wie wir zu leben und zu sterben haben. Man hat uns unsere Entscheidungen genommen. Jetzt haben wir die Chance, das zu ändern.
Doch um sie zu ergreifen, müssen wir zusammenstehen. Und sei es an der Seite derer, die anders denken als wir. Nicht die Worte, die ich von einem Geächteten erwartet hätte. Aber vielleicht hat dein Onkel recht. Du bist kein gewöhnlicher Geächteter. Ich hasse es, wenn er recht hat. Gut. Ich befehle meinen treuesten Wachen, die dalmekischen Randgebiete unter Kontrolle zu bringen. Dann nehme ich Kontakt zu meinen Kollegen in der kaiserlichen Armee auf und bringe sie dazu, die Ordnung in ihren eigenen Gebieten wiederherzustellen. Danke, Herr Feldmarschall. Aber Sie sind nicht die Einzigen, die wir überzeugen müssen. Was meint ihr? Ein paar Generälen kann ich sicherlich Vernunft einprügeln. Um deren Vorgesetzte zu überzeugen, bedarf es allerdings eher einer gewissen Raffinesse. Ich brauche mein Schwert. Wir brauchen einen Gesandten. Jemanden, der selbst den stursten Staatsmann umgab. Mein Onkel, ne? Dich vielleicht? Vielen Dank. Aber ich bin auch kein Diplomat. Und ich muss mich um andere Probleme kümmern. Was wir brauchen, ist ein fähiger Vermittler. Und ich kenne vielleicht den Richtigen. So, so. Und ist er zufällig auch ein Geächteter? Von einer etwas anderen Sorte. Nun, wir haben wohl keine Wahl. Wir müssen wohl alle den inneren Geächteten in uns finden, wenn wir das überleben wollen. Nun gut, schick deinen Mann gleich zu mir. Mach ich. Mein werter Lord, euer Onkel hat mich angewiesen, den Feldmarschall bis zu seinem Anwesen in Port Isolde zu begleiten. Dann wird mein Gefährte dort zu euch stoßen. Sehr wohl, Milord. Ein Gesandter. Ich würde wohl kaum irgendjemanden überreden. Ich bringe nicht mal meinen Bruder dazu, seine Medizin zu nehmen. Nein. Das muss jemand mit Erfahrung machen. Von wem redest du? Clive, red mit mir. Jemand wie Quinten. Wer? Hoffentlich kann ich ihn überreden. Ist nicht einer aus dem Versteck von uns? Ich weiß das doch nicht. Gibt so viele Charaktere. So, also jetzt gehen wir doch mal zurück zum Versteck erstmal. Ist er vielleicht nicht sogar im Versteck hier? Na gut. Auf das Gav sich vielleicht uns anschließt? Ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht. Ja, natürlich cool, ne? Aber unsere Gruppe hier immer weiter. Ach, das habe ich doch gern für dich gemacht. Trotzdem, vielen Dank. Was geht hier? Was geht's hier? Geht diese Quest jetzt auch noch? Noch fünf weitere Quests. Und wie lief's? Glück gehabt? Kann man wohl sagen. Oh. Nimm Feder. Ich habe sie in meine Hosentasche gefaltet. Mit sie in meiner Hosentasche einfach. Wo zur Hölle hast du die gefunden? Auf dem Boden. Eine lange Geschichte. Irgendwie nicht. Ich bin in ein Häuschen gegangen, da lag einer am Boden. Was? Direkt an der Straße nach Eastpool. Wer hätte das gedacht? Der Ort war jahrelang verlassen. Die leere Hütte war das perfekte Versteck. Aber ich fürchte, meine Anwesenheit hat die armen Vögel vertrieben. Mach dir keine Vorwürfe. Die Fäule kommt irgendwann auch nach Eastpool. Auch wenn du nicht aufgetaucht wärst, hätten sie weiterziehen müssen. Die finden was Neues. Glaub mir. Schließlich tun wir bedrohten Tiere genau das. Jedenfalls hast du es geschafft, an eine ihrer Federn zu kommen, bevor sie geflüchtet sind. Jetzt muss ich sie nur noch an meiner Schnitzerei befestigen. Seit wann kannst du schnitzen? Gibt wohl einiges, das du nicht weißt. Zum Beispiel, dass ich mit dem Schnitzmesser genauso gut bin wie mit dem Schwert. Und der Knochen, den Ember mir gegeben hat, ist ein Traum. Was sagtest du, von wem er ist? Einem Avis? Nicht von deinem Avis, Sid.
Ich habe endlich selbst einen erlegt. Das viele Üben hat sich also endlich ausgezahlt. Boah, 5 Minuten üben. Ich bin stolz auf dich. Lob mich nicht so früh. Die Prüfung kommt noch. Fertig ist er. Ah, da pack ich ihn mal zum Mal. Wenn du das Spähen mal an den Nagel hängst, kannst du damit sicher gutes Geld verdienen. So sieht's aus. Ich werde mal nachsehen, ob Edda wach ist. Grüße von mir. Ah, kannst du selbst machen. Komm mit. Okay. Vielleicht möchte ich damit auch noch hineingezogen werden. Hey, Edda. Ich habe keine Ahnung, von was ihr beiden da redet. So, Aris Edda, hier die Rothaarige, die Weißmagierin. Gav, wo bist du? Hey. Ah, Milord. Wer bist du? Kenn ich dich? Gut, danke. Das Kind von mir? Stimmt etwas nicht? Was? Nein, gar nichts. Ich meine, ich... Sagt es mir, bitte. Oh, wie schön. Habt ihr das gemacht? Wir haben es gemacht, ja. Es ist von uns allen hier im Versteck deiner neuen Familie. Ein Glücksbringer. Wir machen sie im Norden, wenn ein Knirps unterwegs ist. Ich meine, ein Kind, um ihn in seiner Familie willkommen zu heißen. Und, gefällt er dir? Ich bin ganz sprachlos. Vielen, vielen Dank für alles. Falls du etwas brauchst, sag uns Bescheid. Mach ich. Ach, Clive. Lust auf ein Bier? Ich bin durstig. Schon überredet. Aber nicht so viel, ich fahre. Im Chocobo, verstehst du? Trunken auf dem Chocobo endet nicht gut. Hast du nicht langsam genug? Nein, wir feiern doch. Schließlich werde ich bald Vater. Da hat Edda aber auch noch ein Wörtchen mitzureden. Na, du weißt, was ich meine. Ein kleiner Lichtblick in all dem Dreck. Kurz nach meinem 10. Namenstag sagte meine Mutter, dass sie noch ein Kind bekommt. Ich war völlig aus dem Häuschen. Ich hatte mich schon so auf einen Dreikäsehoch gefreut, wo ich doch der Letzte im Wurf war. Endlich kam meine Chance, der Welt zu zeigen, dass ich ein großer Bruder sein kann. Am Tag der Geburt kamen dann die Kaiserlichen bei uns an. Ich hatte eine kleine Schwester. Nur ganz kurz. Meine ganze Familie musste dran glauben, nur ich habe mich versteckt, ich kleines, rückgratloses Arschloch. Ein toller Bruder bin ich geworden. Ich werde nie ein Anführer sein. Und ich werde nie ein Held sein. Ich bin nur ein dämlicher Hund, der angerannt kommt, wenn sein Herrchen ruft. Nie so stark wie du oder Sid oder Jill, nicht mal Torgal. Bist du fertig? Vielleicht. Warum bist du wohl unser bester Speer?
weil dir niemand unter die Arme greifen muss. Ohne deinen Einfallsreichtum, deinen Mut und deine Verbissenheit wären wir aufgeschmissen. Vielleicht würden wir von einer Klippe hängen wie... Das passiert nie wieder. Genau. Du hast daraus gelernt. Und jetzt bist du hier, nach weiß der Himmel wie vielen Missionen. Jeder hat dich stärker gemacht. Erinnerst du dich an Rosalith? Wer hat mich aus dem Kerker geholt? Und wer war es, der Jill gerettet hat? Das war ich. Weil du unser Bruder bist. Mein Bruder. Dein Bruder. Das heißt, wenn die Zeit kommt, kriege ich dein Zimmer und dein Schwert. Niemals. Also wenn ich sterbe? Hey, warte einen Moment. Das will ich aber nicht. Und dann haben sie sich übergeben. Ich hatte ungefähr eins zu viel. Ja, ich glaube, ja. Du hattest 10 zu viel. Na, ich war halt durstig. Ich gehe lieber wieder an die Arbeit. Nach einem kalten Bad. Clive? Was ist? Danke. Für... Weißt schon. Ich weiß. Auftrag abgeschlossen. Jetzt haben wir nur noch die ganzen emotionalen Missionen hier. Vor uns, ne? Ja, Wintermeld. Ach, okay, den Dings kriegen wir natürlich nicht, ne? Den Glücksbringer. So, ah, Gav wird nicht freigeschaltet. Nein. Na gut. Was fehlt denn hier noch? Ah. Immer hier noch. Alle guten Dinge sind 3. Das haben wir gerade gemacht, ne? Ich verliere so langsam den Überblick ein ganz kleines bisschen. Ja. Den Ort gibt es ja auch noch. Ambrosia hilft mir hier nicht. Wir sind doch außerhalb der Stadt. Wir sind außerhalb der Stadt. Außerhalb der Stadt. Außerhalb der Stadt. Na gut, dann nicht. Jetzt aber. Okay. Gut so. Krieg die restlichen alle heute erledigt? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Cutscenes dauern oder so lange. Sind zu emotional. Yeah. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Ort, der Kristall irgendwie das letzte sein wird, was wir machen müssen in diesem Spiel. Nicht mehr so hier. Anschau, was die ganzen Quests sind. Ach du! Quentin, ich habe einen Vorschlag für dich. Ja, wir sind ja schon fertig. Vorschlag? Also war wahrscheinlich hier mit Wade auch noch nicht fertig, ne? Mir, dass es um mehr geht als ein Fass Goulton Gold. Also gut, ich höre. Ich will, dass du ein Anführer sein wirst. Ich soll die Herrscher und Minister der Reiche davon überzeugen, einfach ihren Stolz zu vergessen und das Einzige zu tun, was sich seit Jahrtausenden als unmöglich erwiesen hat? Ist das alles? Kann ich dir noch eine silberne Chocobo-Feder bringen? Ach, verdammt! Ich weiß, es ist viel verlangt. Aber was ist das denn für ein Timing gewesen jetzt gerade? Doch da
Dafür müsste ich das wenige aufgeben, das mir noch geblieben ist, Clive. Die Menschen aus Kielbrück sind meine Familie. Haben die das geplant? Mit der silbernen Schokobuffet? Finde jemand anderen. Das ist bedauerlich. Ja, ist es. Warum denkst du das? Was er verlangt, ist das anders als das, was du bis jetzt gemacht hast? Du sollst denen eine Stimme geben, die nie eine hatten. Das kannst du am besten. Falls du dich um das Weingut sorgst. Wir werden die Trauben ernten und die Fässer füllen, das weißt du. Das ist es nicht. Was ist das dann? Wir sind eine Familie, oder? Vertraust du uns? Du weißt, dass ich das tue. Was willst du dann sagen? Dass du nur uns retten willst? Warum allen anderen den Rücken zukehren? Du hast es geschafft, mit uns dieses Dorf wieder aufzubauen. Wenn dir das gelungen ist, könnte dir das Gleiche doch mit der ganzen Welt gelingen. Das klingt einleuchtend. Das klingt ein bisschen übertrieben. Dass jede Erwiderung von mir darauf recht schwach ausfallen würde. Also hilfst du uns? Ach, wo werde ich gebraucht? Das wird dir Feldmarschall Havel persönlich erklären. Er ist in Port Isolde. Eine Gruppe Fluchbrecher wird dich sicher dorthin bringen. Das würde ich sehr zu schätzen wissen. Ich habe gehört, die Straßen sind alles andere als sicher. Hoffentlich nicht mehr lange. Ich sollte Onkel Byron über die Fortschritte informieren. Okay. Was haben wir denn noch so? Ist noch gar nicht. Dann ist noch für Quest. Wo waren wir denn hier noch? Oh Mann, hier haben wir noch eine Menge. Das sind hier für die ganzen. Versuchen wir mal. Ich tue mir jetzt wahrscheinlich viel mehr abschneiden, als ich essen kann, aber versuchen wir trotzdem. Sind wir alle mal zu aktivieren und zu erledigen? Vielleicht dauert es ja nicht so lange. Ah ja, ein Unterschied macht jetzt hier mit mehreren Leuten rumzurennen. So im Kampf. Ach, hier sind wir wieder. Ne, ist er nicht hier? Ne, kommt mir nicht bekannt vor. Ich dachte, er wird Dorf mit. Aus. Mit Wade. Mal sehen, ob ich sein Haus finde. Ich weiß nicht, worum es hier gerade nochmal geht. Na, gucken wir mal. Oh, Geld. Sehr gut. Ich habe Bienen oder Fliegen. So, hier noch was suche ich hier. Das hier. Fall der Träger. Was ist das? Wenn das, was hier steht, stimmt, ich muss damit zurück zum Versteck. Der Mogri. Ich habe einfach nur auf gut Glück hier geguckt, was hier ist. Hätte er vielleicht mal lesen sollen. So, ich werde jetzt einfach hier rausgehen, ne? Ist jetzt gar kein Problem, ne? Wird ganz sicher nichts kommen, das mich hier aufhalten wird im letzten Moment, ne? Du willst schon gehen, Fremder? Wir haben dich beobachtet. Aus der Ferne beobachtet. Ah, ich verstehe es. Was, wer ihr seid? Dann müssen wir dir ja nichts mehr erklären. Gib mir das Buch. Schriften wie diese gehören in unserer Obhut. Obhut? Wollt ihr es verbrennen oder vergraben? Das entscheiden andere, nicht ich. Eines ist jedoch sicher. Dieser Text muss vom Antlitz der Welt verschwinden. Was, wenn ich das Gegenteil will?
dass unsere Geschichte erhalten bleibt. Dann können wir uns weitere Worte sparen. Wie du willst. Das Buch können wir auch deinen Toten händen. Ha, ja, war gut. Man kann nichts ergreifen, wenn man tot ist. Oh nein, was mache ich denn hier? Lass mich erstmal meine ganzen Kollegen hier beschwören. Buff. Guck mal, da sind sie alle auf einmal. Ja, das war gar nicht. Inquisitor, nein. Ist er jetzt die zweite Schwester oder was? Nein. Ich mein Schwert aktivieren, danke. Ha. Oh, ich tanze mit meinen Schwertern, mit all beiden. Ja. Und dann schlitze ich dich damit auf und dann lade ich meinen Tantenzug auf und das jetzt werde ich jetzt einsetzen und du bist sowas für tot. Oh Gott. Oh, Steuerung, ne? Wie der Balken voll runtergeht. Da, ich hab verfehlt. Da. Boah, hätte aber gerne. Angriff ist so gut, ne? Ja, was Spam, Kollege. Santa in Zucker, Mini. Pff, hat schon gereicht. Ja, war voll easy. 1200-700 nur für das ganze Zeug. Upp. Beeindruckend. Aber noch sind wir nicht geschlagen. Das Buch wird uns gehören. Warum seid ihr so versessen darauf? Weil es wie keine andere Schrift die Eitelkeit und Gier der Menschen bekundet. Es erzählt von der Verfolgung und Unterdrückung einer Minderheit, die von den Göttern gesegnet war. Klingt diese Zusammenfassung korrekt? Ich weiß nicht. Du weißt es nicht. Dann ist dein Verstand stumpfer als dein Schwert. Ich helfe dir auf die Sprünge. Geschichte lässt sich nicht korrekt interpretieren. Das schiere Vonstattengehen von Geschehnissen ist leicht zu dokumentieren. Aber auf die Frage, warum etwas geschehen ist, gibt es nicht die eine Antwort. Letzten Endes geht es darum, was das Volk glaubt. Wenn genug Menschen glauben, den Grund für ein Geschehnis zu kennen, erschaffen sie eine Wahrheit. Ihr wollt die Wahrheit kontrollieren. Wir wollen die Menschheit vor sich selbst schützen. Vor Wissen, dass ihr nichts als Leid bringt. Das ist alles. Behalt das Buch. Fürs Erste. Die Welt ist klein. Wir sehen uns wieder. Bis dahin. Warte! Verdammt! Nein! Er ist weg. Wer hat das gemacht? Erstmal zurück zu Vivien. Sie ist mir eine Erklärung schuldig. Was habe ich eine Menge Quests hier im Versteck? So, warte noch. Ich war ja noch nicht fertig, genau. Kann vielleicht eine längere Folge sein, wenn ich hier ganz viele Quests erledige und abgebe. Wer weiß, wie lange die Cutscenes sein werden. Ich die ganzen Quests hier abgebe. So, mal schauen.
It's climbing time. Zeit ist reif für Clive. Zeit ist reif für Clive. Zeit ist reif für Clive. Clive. Zeit ist reif für Clive. Clive. Zeit ist reif für Clive. Eiererz, was? Oh, Entschuldigung. Ich will da durch. Ja, ist ja eigentlich kein Kato. Boah, da fand ich gut damals im Final Fantasy 10, als sie eine Karte eingeführt haben, ne? Dann kam Final Fantasy 13 und hat einfach nur so ein Radar hingepackt anstatt eine Karte. Mein Gott, Final Fantasy 13 ist doch kack. Wer war ich da letztens schon, ne? Wenn ich mich nicht irre. Bin ich mal so random durch die Gegend gerannt. Hallo, weswegen bin ich hier? Was muss ich hier machen? Da ist eine Truhe, her damit. Ein Heiltrank, nice. What? Konditionierung. Das ist schlichtweg Folter. Hermann hat nicht übertrieben. Ein Wunder, dass er überlebt hat. Ich weiß sowieso nicht, welche diese Quest hier ist. Das ist ein Abschiedsbrief. Liegt er wirklich dort begraben? Das werde ich gleich herausfinden. Okay. Das ist nicht die Set. Baumgabel. Weiße Baumgabel. Hier ausbuddeln? Hermann! Hat er seinen Plan wirklich in die Tat umgesetzt? Da steckt was zwischen den Wurzeln. Mal sehen. Das muss das Register sein. Okay. So viele Namen. Dieser Ort war ein Schlachthaus. Aber wo liegt der Schöpfer all dieses Elends? Oh Mann. Hermann? Aber ich gar nicht. Au, das hat weh getan. Komm mal her, Leute. Na, ich wollte schon sagen. Aber ich mache alle mit einem Schlag platt. Wart's nur ab. Zack. Und jetzt alle bis auf den dicken wegmachen, ne? Hey, jedes Mal, wenn ich erfolgreich konter, geht die gesamte Ausdaueranzeige weg, ey. Das ist so krass, ne? Okay, mach ruhig weiter so. Nein. Ich war nicht nah genug dran. Ich meine, hier drin, ja, dann brech ich da ab. Mal gucken. Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Das tut gut. Also für den Grabstein sind mir alle weg.
Fuck. Und jetzt bist du weg. 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 So. Okay. Blim. Jetzt weg hier. Schon wieder zum Versteck. Man wartet schon lange genug. Ich nicht von diesen einen Typen hier bekommen. Egal, also ich weiß nicht, ob ich das hier noch schaffe. Wieso irgendwas kann ich da irgendwie reingehen? So, gehen wir mal zum Versteck und geben die ganzen Missionen ab. Ich hoffe jetzt die ganzen. Das wird jetzt nicht zu lange dauern hier. Wir bekommen jetzt irgendwie 50 Minuten lange Cutscenes oder so. So, was mit dir, Onkel? Onkel, gute Nachrichten. Der Feldmarschall wird uns helfen. Natürlich hilft er. Ich habe keinen Moment an dir gezweifelt. Den gibt es wahrscheinlich jetzt auch wieder eine Cutscene, ne? Ford sollte ihn gerade zu deinem Anwesen zurückbegleiten. Sie werden dich dort erwarten. Sie und noch jemand. Noch jemand? Wer genau? Lord Havel war besorgt. Er könne zwar die Generäle zu einem Abkommen bewegen, politische Machthaber ließen sich jedoch nicht so leicht überzeugen. Er fragte mich nach einer Lösung. Und ich schlug ihm einen gewissen Justizbeamten vor, der Befreier wurde. Ist das einer deiner Mitverschwörer? Quinten würde mich wohl einen der Seinen nennen, aber ja. Noch ein Geächteter also. Genau was wir brauchen, um diese verkommenen Politiker zurechtzuweisen. Gute Idee, Clive. Schön, dass du das so siehst. Je mehr, desto besser, ne? Onkel. Angenommen, Havel und Quinten lösen unser Problem mit den Armeen. Du hast nicht gesagt, was wir wegen der Getreideknappheit machen. Oh, keine Sorge, mein Junge. Die sieben hohen Häuser kümmern sich darum. Sie alle versprachen bereits großzügige Spenden. Natürlich brauchte es ein wenig Überredungskunst. Doch zum Glück hatte ich unerwartete Hilfe. Von wem? Es heißt, du hättest Lady Arians Haushofmeister Rockford gerettet. Vor einer Horde blutrünstiger Banditen. Es war eher eine Handvoll. Nun, die alte Dame war so angetan, dass sie eine Schiffsladung Goldbarren an meine privaten Docks liefern ließ. Und als die anderen Häuser sahen, dass das gute Fräulein nicht mehr auf seinem Geldbeutel saß, haben alle nachgezogen, weil niemand der Letzte sein wollte. Das hört man gern. So, jetzt muss ich zu meinem Anwesen. Triff uns dort so bald wie möglich, ja? Natürlich, Onkel. Okay. Gehen wir da jetzt hin, oder? Sieht so aus, ne? Ich glaube, wir gehen da hin. Gehen wir da hin? Wir sind da, ja. Und wie bitteschön bringen wir das Getreide in die Hauptstadt, wenn die Straßen voller Akasischer sind? Über eine andere verdammte Straße! Ich habe nur wenige Männer und die schicke ich nicht einfach in eine Ätherflut! Es sei denn, du willst, dass sie sich auch verwandeln! Dann würden sie weniger essen! Sagt der, in dessen Bauch die Rationen einer Kompanie passen! Meine Soldaten brauchen ihre Rationen ohne Nahrung, die sie bei Kräften hält! Sind sie tot, noch ehe diese sinnlose Mission begonnen hat? Wenn ich etwas sagen dürfte, vielleicht kann ich eine Alternative vorschlagen. Zwar sind die Versorgungswege unterbrochen, doch Schiffe haben wir reichlich. In der Tat dümpeln sie in jeder Bucht von hier bis Randela mangels sicherer Häfen. Lasst sie anlegen und füllt ihre Bäuche mit Getreide. Und wenn die Menschen in den Städten satt sind, schickt die Vertriebenen zurück aufs Land, um die Felder zu bestellen. Ah, aber ihr möchtet sicher fortfahren mit eurer Diskussion. Verzeiht die Unterbrechung. Ich mische mich nur ungern in die Belange zweier so guter Freunde ein. Rutherford schwärmte von eurer großen Verbundenheit. Wir? Freunde? Ich kann ihn nicht ausstehen! Clive, ich bezweifle langsam, also die Anführer unserer Welt. Welchen Umgang hast du denn bitte von einem Kriminellen wie ihm erwartet? Kriminellen? Du wagst es? Du bist nicht würdig, dieselbe Luft zu atmen wie dieser aufrechte junge Mann. Aufrecht? Er ist bekannt als Sid, der Geächtete.
Langsam drehen wir uns im Kreis. Klapp nur im Hintergrund. Oh Mann. Fangen wir noch mal an. An diesem Tag kam nur noch eine Person aus diesem Raum. Sein Name war Clive Rossfield. Irgendeinen Thron beanspruchen. Wir wollen lediglich Stabilität ins Land bringen, damit die Menschheit den Sturm überstehen kann. Und dazu müssen wir die Mächtigen davon überzeugen, die Generäle, die Staatsmänner, die Adligen, dass unsere Sache gerecht ist. Es wird Unstimmigkeiten geben. Und wohl auch einiges an Widerstand, viel sogar. Aber das darf uns nicht abschrecken. Wenn wir ihnen den Weg zeigen, ihnen zeigen, dass wir ihn selbst gehen, dann werden sie uns sicherlich folgen. Das Schicksal der Welt liegt in den Händen meines Neffen. Aber das Wohlergehen ihrer Bevölkerung liegt in unseren. Wir müssen die Chance, die Clive uns gegeben hat, nutzen. Onkel Byron, ich... Wenn das geklärt ist, kommen wir zur Unterzeichnung des Abkommens. Denn welcher große Moment der Geschichte wurde nicht von einer Zeremonie begleitet? Ihr Bürger von Valistea, ich präsentiere die Dreieinigkeit. Rutherford, mein Federkiel. Alles klar. Das ist ja wieder alles in Lot, ne? Ach, deswegen ist es ein bisschen alle guten Dinge sind drei. Oder irgendwas mit drei, keine Ahnung. Junge, die Bühne ist bereitet. Das ist sie. Du wurdest für diese Rolle geboren. Jetzt bitte ich dich, auf die Stärken deiner Nebendarsteller zu vertrauen. Wir spielen unsere Rollen so gut wie möglich, damit du die Möglichkeit hast, zu glänzen. Die Welt braucht ihren Sir Crandall. Und der beste Crandall, Clive, bist du. Ich will, dass du den Vertrag behältst. Als Zeichen unseres Vertrauens. Werde ich. Danke, Onkel. Okay, cool. Alle guten Dinge sind drei, genau. 11.000 Erfahrungspunkte. Okay. Immer mehr Klamotten für mein Zimmer. So, noch mehr Missionen abgeben, ne? Das ist das da oben. Das ist ein Kristall, meine Güte. Ich habe den Kristall gesehen. Der oben in der Luft schwebt. Okay, dann gehen wir für ihr die Mission ab und dann weiß ich nicht, wie viele Sachen noch übrig sind. Langsam müssen wir uns ja mal ein Ende nähern, ne? Aber ja, dauert glaube ich noch. So, ich habe dein Buch. Wahrscheinlich ist die Mission auch noch nicht vorbei, ne? Vivian. Dein Buch. Ich habe es gefunden. Es war irgendwo da in der Ferne. Du hast... Das ist es. Danke, Clive. Ich hatte schon Angst, dass ich etwas Unmögliches von dir verlangt habe. Dass die Vollstrecker alle Exemplare an sich gerissen hätten. Mit einem Vollstrecker habe ich mich unterhalten und ihn überzeugt, mir das Buch zu lassen. Er sagte, dass Wahrheit nur kollektive Überzeugung ist. Dass auch eine Lüge zur Wahrheit wird, wenn alle an sie glauben. Oh ja. Es gibt niemals nur die eine Wahrheit. Wahrheit ist biegsam. Wer genug Menschen von seiner Perspektive überzeugen kann, gewinnt das Recht, sie Wahrheit zu taufen. Wie auch an der Geschichte der Träger zu sehen ist. Dieses Buch hat dich also zum Studium inspiriert. Das Buch oder genauer seine Autorin. Sie war eine Ketzerin, eine Kritikerin, die keine Angst kannte. Es gab keine Stadt, die nicht einen Galgen für sie bereithielt.
Sie war ihr Leben lang Außenseiterin und als solche stolperte sie über eine Wahrheit, die so gewichtig war, dass die Kontinente erzitterten, sobald jemand drohte, sie auszusprechen. Auch ich fühle mich der Menschenwelt manchmal nicht ganz zugehörig und sehe mich oft als Außenstehende. Oh, sorry. Sie hat mich gelehrt, Einsamkeit als Segen zu sehen, nicht als Fluch. Und dass das, was man am Ziel seiner Reise zur Wahrheit findet, all die Opfer und all die Mühen rückblickend wert gewesen ist. Denkst du das immer noch? Dass du nicht dazu gehörst? Ganz ehrlich? Inzwischen bin ich mir da nicht mehr so sicher. Seit ich hier im Versteck bin, urteile ich weniger scharf. Vielleicht, weil ich die Menschen jetzt aus einer deutlich geringeren Distanz studiere als früher. Aber je länger ich hier bin, desto mehr lerne ich, diese Nähe zu schätzen. Ich beobachte nicht mehr von außen, sondern von innen. Wenn ich also darf, werde ich meine Arbeit hier fortsetzen. Vergiss nicht, Clive. Glaube hat die Kraft, Wahrheit zu erschaffen. Schenke den Männern und Frauen dieser dunklen Welt ein Stück Wahrheit. Mach, dass sie an dich glauben. Bin gerade dabei. Den ganzen Quest, die ich hier durchacker. Versprochen. Meine Güte, so viel Quest, aber die Quest kann auch nicht zu Ende sein, ne? Der eine Typ hat gemeint, wir sehen uns noch mal wieder, ne? Von daher, ich traue dem nicht so ganz. So, Vivian's Barrett, okay. Wallace? Barrett Wallace? Final Fantasy 7. Neuer Auftrag ist... Natürlich kommt wieder ein neuer Auftrag direkt. Boah! Das hört ja gar nicht auf. Neuer Brief ist eingetroffen. Neue Kopfgeldjagd auch noch? Die heulende Todesfee. Oh mein Gott. Ich werde ja definitiv dieses Jahr nicht mehr fertig. Ich hätte eigentlich gedacht, aber... Ja, wenn ihr jedes Mal wieder direkt neue Missionen kommen, dann wird das hier nie enden. Na gut. Na gut, dann nehmen wir die beiden Missionen noch an, die jetzt gerade aufgetaucht sind, ne? Mal am Feierabend für heute und dann beim nächsten Mal geht's weiter mit den Nebenquests. Ne? Immer und immer weiter. Also so viel können ja nicht mehr übrig sein, ne? Hier stapelt sich schon alles hier voll, ne? Wie viele Sachen ich jetzt hier bekomme? 1, 2, 3, 4 Sachen noch. Warte mal, ich habe den noch nie gesehen, wie die links rumgelaufen ist. So. Ja gut, aber vielleicht in 1, 2 Parts wird das schon alles fertig sein, ne? So, wieder gut machen. Okay, werter Clive, es ist mir bewusst, dass weitaus wichtige Angelegenheiten eine Aufmerksamkeit verlangen. Ja, doch sollte ihr trotz meinem Moment für mich übrigen können? Ja, natürlich. Ungewöhnlich, dass Hippokrates um Hilfe bittet. Ich frage mich, worum es geht. Warum schickt er mir einen Brief? Dieser Schuft. Wir leben doch hier alle. Ups. So, okay. Und das mit, nehme ich an, ne? Sie tut des Grauens. Aber ich würde auch sagen, das war's für heute, ne? So, lass mich mal kurz gucken. Das wird hier nie enden. 1, 2, 3, 4 und eine ist noch, die ich gerade annehmen kann. Das heißt, ich schaffe so im Schnitt immer so, ich glaube, so 3 Quests, ne, pro Folge, ne? Komm, reden wir mit auch noch. Man kann über sie sagen, was man will. Einer war das auch noch. Ne? Jemand als mit, ne? Mit der wir reden müssen. Ha. Meinst du, Sid hat Zeit, uns von Ashra zu erzählen? Nein. 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 So. Hallo? What? Was ist über mir? Dieser mysteriöse Typ, den wir letztens erstmal gesehen haben.
Und natürlich mache ich für den eine Quest. Alter. Du. Wart ihr bereits in Ashra, Sid? Falls ja, habt ihr die Namen meiner toten Freunde gefunden? Oh, ich habe die Quest noch nicht abgegeben. Ich dachte, das ist eine neue. Okay. Ich dachte, das wäre eine neue mit Quest. Dann gehen wir hier noch ab. Ich sie sehen. Das Trägerregister. Der Direktor war ein grausamer Mann. Am Ende hat er bekommen, was er verdiente. Außer dem Register habe ich nichts gefunden. Ja. Weder eine Spur zu seiner Leiche, noch Hinweise darauf, was mit den übrigen Kindern geschehen ist. Ich bete, dass wenigstens ein paar überlebt haben. Die Namen der Gestorbenen. Sie sind alle hier. Meine Freunde. Meine Lichter in dunklen Zeiten. Ich sehe ihre Gesichter noch vor mir. Als wäre es gestern gewesen. Kinder, die morgens aus ihren Betten geholt wurden und nie zurückkehrten. Niemals gab es eine Erklärung. Es würde sie freuen, dass du es geschafft hast, Hermann. Aber warum habe nur ich überlebt, wo doch so viele an jenem Ort umgekommen sind? Gib dir nicht die Schuld dafür. Das wird sie nicht wieder zurückbringen. Halte ihr Andenken in Ehren. Trage die Verlorenen in dir. Wenn du das tust, sind sie nie wirklich weg. Danke. Sid, ich werde ein Buch schreiben. Einen Bericht über die Schrecken von Badbach. Und die Stelle ist aus der Ferne, die dort gebrochen werden sollten. Ganz Valisthea wird von unserem Schmerz erfahren. Auf ihre Namen. Bald wird die ganze Welt Schmerzen haben. The world shall know pain. Das schwöre ich auch. Ohne euch. Wären diese Aufzeichnungen für immer dort begraben geblieben. Danke. Na, ich war gerade in der Nähe da, also ich mir gedacht so, ne? Cool. So, boah, wir kriegen mal mehr Erfahrungspunkte. Ein Hauch des Eises. Ich kriege hier so viele Heuche, ne? So. Ah, ich verdammt, ich dachte, wir kriegen ja noch genug Punkte. Okay, cool. Haben wir doch noch. Lass mich mal hier kurz zu diesem Anschlagbrett oder zu diesen einen Typen hingehen. Jetzt gucken, ob da in der Welt noch irgendwie Quests offen sind. Also jetzt noch drei Quests im Moment übrig, ne? Wenn wir Glück haben, haben wir die alle im nächsten Part erledigt, ne? Wäre natürlich jetzt optimal. Hey. Bitte schön. Boah, krass. Ha. Ich krieg bestimmt bald was Neues rein. Okay, außer die schalten natürlich wieder noch weitere Quests frei. So, jetzt haben wir noch drei Quests. Der dritte Stuhl müssen wir noch finden. Die klingt jetzt nicht so. Wenn wir mit denen fertig sind, dann können wir die Kopfgeldjagden hier erledigen. So wie es scheint, scheint es ja auch neue Kopfgeldjagden hier freizuschalten. Nachdem ich hier mit den Quests fertig werde, ne? Und dann müssen wir ja eigentlich bald fertig sein, ne? Ich weiß es nicht. Ich wollte noch mal gucken hier. Könnte ja auch ein guter Indikator sein, ne? Wie weit wir schon sind. Wenn ich hier zu den Kollegen gehe und den, der mir sagt so, hey, du brauchst noch die Kollegin. Und die sagt mir noch, hey, du brauchst noch so viele Punkte, um das letzte Ding freizuschalten, ne? Willkommen beim Stehenstifter. Was haben wir für dich bekommen, Sid? So, das ist bestimmt für jede Quest, ne? Relikt der Gefallenen. Alles zu seiner Zeit. Wie viel habe ich denn? 1850. Da werde ich noch nie im Leben, aber ich kriege ja durch Kopfgeldjagden auch noch solche Ruhm, ne? Keine Ahnung. Gut, aber ich würde sagen, das war's für heute, ne? In der nächsten Folge geht's dann wieder weiter mit den hoffentlich letzten Quests, ne? Außer kommen immer noch fünf weitere, ne?
Und ja, dann sind wir aber hoffentlich mal bald fertig hier, ne? Aber müssen wir natürlich alles immer erledigen, ne, bevor wir mit der Hauptstory weitermachen. Ne, ich finde das jedenfalls wichtig. Ich habe nicht gewusst, ob man die Kamera so drehen kann. Gut. Alles klar. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Es würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.